Ja, vielen Dank. Schönen Tag zusammen. Wir sind natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir heute die 3 Punkte mit nach Hause nehmen können. Ich glaube, es war ab der ersten Minute ein offenes Spiel. Uns war bewusst, dass der Gegner spielerisch sehr stark ist und viel durchs Zentrum kommen wollte. Deswegen haben wir mal heute was anderes gemacht. Ich glaube, dass es ganz gut aufgegangen ist, bis auf eine Chance von Lukoc, in der irgendwie in den ersten 10 Minuten ja, haben wir es ganz gut wegverteidigt, gleichzeitig die ein oder anderen Nadelstich setzen können, wo wir durch Halbchancen mal 2-3 Mal gefährlich vors Tor kommen mit Essi oder auch mit Kölle. Umso bitterer ist dann letztendlich, dass ja die zweite Hereingabe drin ist, wo wir einen Stellungsfehler haben im Zentrum. Wir wussten, dass es jetzt Zielspieler ist und er kommt frei zum Kopfball. Ist bitter, dass wir da wieder erstmal in Rückstand geraten müssen. Aber da haben wir in der Phase auch nicht aktiv genug, sage ich mal, bei uns in der Hälfte verteidigt, dass er auch frei zum Flanken kommen kann. Ja, aber nicht aufgegeben, sind weiter und haben weiter unseren Stiefel gespielt, kommen dann durch Gini sehr schön zurück, der da spekuliert bei diesem ja, halben Rückpass auf das 1-1. Ich glaube, 1-1 geht es auch ja, gerecht in die Halbzeit. Direkt nach der Halbzeit hat man dann aber gesehen, dass wir uns viel vorgenommen haben, dass wir hier heute unbedingt 3 Punkte holen wollten. Ich glaube, die ersten Minuten nach der Halbzeit gehören da klar uns, wenn ich an die Riesenchance denke, wo Pledel auf Gini quer spielt, 5 Meter, wo wir die Führung machen müssen. Und dann so gerade in der Phase, ja, wo es so ein bisschen, wo der Gegner wieder spielerisch besser ins Spiel kommt, machen wir dann Gott sei Dank das 2-1, sehr schöner Umschaltmoment über links, Kölle die Hereingabe und Gini am zweiten Pfosten. Hätten wir vorher noch durch Josch schon machen können. Wir hatten unsere Umschaltmomente, wir wussten, dass wir alles geben müssen, gegen diese Mannschaft im Raum, im Zentrum zu verteidigen und haben dann aber unsere Umschaltmomente. Und hinten raus sind wir einfach nur froh, dass wir es heute gut wegverteidigt haben, sehr viel hohe Bälle wegverteidigt haben und glücklich, aber verdient das 3-1 und den Sieg mit nach Hause nehmen. Vielen Dank. Ja, als allererstes einen herzlichen Glückwunsch rüber an den MSV Duisburg für diesen ja für euch sicherlich sehr, sehr wichtigen Sieg in der Situation. Ja, gibt euch sicherlich wieder neue Energie, um die nächsten Wochen dann auch das Ganze in die richtige Richtung zu drehen. Wenn ich die Einschätzung oder so die Chancenverläufe vom Kollegen gerade dann Revue passieren lasse, dann ist eine Perspektive auf ein Spiel sicherlich immer unterschiedlich. Wahrnehmung ist unterschiedlich. Da werden dann die Chancen des MSV Duisburg, ja, die es gegeben hat, eine gute Anfangsphase auch, gehe ich komplett mit d'accord, Anfang zweiter Halbzeit, aber ich sage, wir haben 300-prozentige Chancen, wo wir selber wieder in Führung gehen müssen. Lars Lokotsch mit dem Kopfball, Cessa ein 100-prozentiges von weiß ich nicht wie viel Zentimetern. Also das fehlte mir dann gerade in dieser Einschätzung. Ich glaube, dass wir niemals nur mit einem Tor hier heute aus diesem Spiel rausgehen dürfen, sondern dass wir zusätzlich noch einen Lattenkopfball erste Halbzeit hatten. Aber möchte da auch gar nicht weitermachen, da aufzuzählen. Am Ende steht ein 3-1 für den MSV Duisburg, der es über ihr Umschaltspiel heute gut gemacht hat, ihre Geschwindigkeit vorne mit auf den Platz gebracht hat. Und von daher lasse ich das so stehen, wünsche euch nur das Beste für die nächsten Wochen und ja, hoffe, dass wir auch in den nächsten Wochen unseren roten Faden wieder so aufnehmen, wie wir uns das wünschen und dann auch wieder Spiele gewinnen und mehr Tore schießen als dieses eine heute. Danke.